Hi und ein herzliches Willkommen einer weiteren Aufnahme League of Legends. Was wollen wir heute spielen? Letzte Folge war der Timo und das war sehr erfolgreich. Man könnte mal eine Ille wieder auspacken. Ille mag ich sehr gerne. Ille ist ein toller Champ. Spiele ich auch gern mit Abriss. Genau das hier, ne? Genau. Das ist gut hier. Das nehmen wir. Und wir bannen natürlich den Mordekaiser. I hate the Mordekaiser. Genau, Illaoi kann man, wenn man möchte, auch gut mit Ignite spielen, wenn man weiß, man tötet die jetzt alle. Aber besser ist es denn doch, mit Teleport zu spielen, falls die Lane nicht so läuft und man da ein bisschen flexibler ist. Was das Income angeht, weil darum geht es ja auch beim Teleport, jedenfalls im Early. Okay. Ich verkünde die Wahrheit. Und sie verkündet auf jeden Fall auch die Wahrheit, deswegen, genau. Illaoi, toller Champ. Mal wieder, also ich gehe auch immer diesen Vorschlag ein, zu First picken. Aber das macht mich ja auch zu einem richtig tollen Teammate. Aber manchmal ist das gar nicht so gut, weil jetzt könnte man natürlich so Sachen auf mich picken, die jetzt nicht so toll sind. Ich glaube, Tryndamere ist schwierig auf Illaoi. Kann man ein Tryndamere Illaoi runterrennen? Ein Garen. Garen ist ganz gut, weil ich den selber oft jetzt gespielt habe. Das heißt, ich kann ihn jetzt besser fühlen. Den picken die in Weiger. Also wir dürfen auf gar keinen Fall ins Late Game kommen. Aber ein guter Pick gegen Weiger. Eine Annie ist ein solider Pick. Eine Annie ist nämlich, also der Tibbers muss halt sitzen. Wenn der Stun Tibbers nicht sitzt, dann sind wir am Arsch. Das ist natürlich, dann haben wir keine Mitte. Ja, wenn Annie ihre Stun-Teddies wenn das nicht hinhaut, dann, ja, dann nützt uns die nichts. Ja. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, oder? In welche Richtung ich das meine? Naja. Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall guter Dinge, denn hat ja auch noch mein Skin. Das gibt's aber nicht. Ist auch der coolste Skin einfach, oder? Dieser Garen-Skin. Soulfighter Viego. Habe ich auch noch nicht gesehen. Da, guck mal, er hat so ein Auge in der Brust. Und nicht so gut. Oh, ich finde alle Miss Fortune Skins, ich weiß nicht. Also ich weiß ja, dass die meisten Männer tatsächlich Brüste von Frauen sexualisieren. Und hier ist das sehr deutlich gemacht. Ich weiß nicht, finde ich immer ein bisschen Abfuck. Weil, keine Ahnung. Wer eine Frau richtig kennenlernt und eine Frau oder halt ein Mensch, der sich jetzt Frau identifiziert und man lernt diesen Menschen wirklich kennen und mögen, dann merkt man, wie dumm das ist, diese Menschen aufgrund von Brüsten zu sexualisieren. Und auf der anderen Seite wird sich dann eingeschissen, wenn in Berlin ein Freibad aufmacht, wo Frauen auch Nippel zeigen. Also so wie Männer halt, ganz normal. Also in anderen Kulturkreisen lachen die sich über die westlichen Kulturen kaputt, dass wir Brüste sexualisieren. Wirklich jetzt. Also es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Aber okay, wir haben, ist doch mal ein bisschen, ne, Bildungsauftrag einfach auch, wenn man im Internet unterwegs ist. Wir haben eine Nunu im Jungle. Ja, Samira Nautilus ist immer, finde ich, ganz gut. Ganz klassisch, immer knatter Peng. Die Gegner haben Brand Miss Fortune, ist natürlich harter Poke. Weiger am Anfang eher schwach. Wird die Annie, glaube ich, sogar vorne sein. Wenn die beide gut spielen, wird letztendlich eine Annie das Early gewinnen.
In dieser Elo jedenfalls, das ist meine Erfahrung. Ich habe auch viel Mitte gespielt schon damals. Und Viego, ja, weiß ich nicht. Das ist ein Champ, das ist nicht mehr meine Generation. Weiß ich nicht, der, wer war denn das nochmal? War das der so in Wände? Oder nee, das war Kane, oder? Der so in Terrain einfach. Was spielen wir nochmal? Illaoi. Illaoi gegen Garen. Dinge sollte man nur behalten, wenn man sie braucht. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Invade. Nee. Nunu sagt nein. Und man hört auf den Jungler. Man hat ja manchmal immer so MitspielerInnen, die. Sie müssen auf die Probe gestellt werden, okay. Eigentlich soll man als Toplaner zugucken. Ist so ein Tipp. Weil wenn die Katastrophe sich anbahnt, können wir da eh nichts mehr gegen machen und wir verlieren einfach nur wertvolle Zeit. Und wenn es gut läuft, kommen wir auch zu spät um und ein Assist haut uns jetzt auch hier nicht, katapultiert uns jetzt auch nicht in die Dominanz. Deswegen ist die beste Entscheidung meist so eine Invade-Sachen, wenn nicht von Anfang an klar ist, jetzt go, invaden, dann sollte man bei sowas als Toplaner lieber zugucken. Aber okay, das ist auch nicht immer so, nur so eine Richtlinien. Okay, der Garen mit Skin. Selbst wenn ich sterbe, so sterbe ich in Bewegung. Hat er aber ganz schön aufs Dach bekommen, erstmal. Aber das stört den Garen nicht, weil er sich einfach heilen kann. Der reckt sich nämlich einfach hoch. Sehr gut. LOL. Siehst du jetzt die Wahrheit? Sehr schön. Ich nehme mal einen Pott. Das war knappi. Wie könnte ich nur einen Mann lieben? Sie brechen zu einfach. Wir haben noch Flash. Nunu! It's okay. Das hier auf jeden Fall. Und ja, zwei Pötte. Geht jetzt nicht anders. Oh Mist, wir hätten gar nicht teleporten brauchen. Aber okay. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil jetzt quasi Gleichstand ist und ich hätte mir vielleicht einen Double Kill holen können, aber okay. Dafür hat Moon noch einen Kill. Naja. Ich dachte, der Nunu sieht das vielleicht.
Oh, da ist ein Minion davor gelaufen. Das gibt's ja wohl nicht. Ein bisschen sehr mana-lastig gespielt. Wenn ich etwas hasse, zerstöre ich es. Wenn ich etwas will, nehme ich es. Vielleicht kriegen wir noch. Und noch ein Tentakel. Jetzt haben wir kein Mana mehr. Wir haben kein Mana mehr und der hat halt Ult und direkt hoch. Wir sind jetzt am Ende hier. Auch wenn wir Teleport nicht abhaben. Machen wir es so. Kommen wir uns noch den hier auf jeden Fall. Ja, müssen wir so machen. Ich weiß gar nicht, was der sich jetzt holt. Wir sind leider nicht so richtig wirklich vorne, ne? Wir hätten ihn irgendwie besser killen müssen eben. Okay, der ist back. Okay, wir haben ein bisschen mehr Farm. Ich weiß gar nicht, ob ich reinpushen sollte. Eigentlich nicht. Auch Ninja Tabis geholt. Ich schätze die Wahrheit und you
Ihre Mutter verlangt ihren Zehnt. Schön. Nicht so worth. Leg dich nicht mit Ille an. Ein Gegner wurde getötet. Oh ja, mal Red Buff sogar. Jetzt wird doch reingepusht. Von Geburt an wissen wir, was zu tun ist. Mist, hätte ich das überlebt, hätte ich nicht die W nochmal auf ihn drauf gemacht? Das ist ja sehr bitter, denn. Dann ist das sehr bitter jetzt gewesen. Aber okay. Wir werden uns das Krönchen richten und weitermachen. Black Cleaver müssten wir holen, oder? Jetzt hat er auch einen Red Buff bekommen, ne? Das ist natürlich alles ärgerlich jetzt. Habe ich ein bisschen sein Kill-Potential, was er hat, der Garen, habe ich unterschätzt. Ein Verbündeter wurde getötet. Overall führen wir knapp. Das tat gar nicht wirklich weh. Ich bin hier, um sie. Zahlreiche Lebzeiten führen unsere Körper weiter. Ja, eigentlich müssen ja nur die E's sitzen, ne? Gibt's den Rumpfbrecher eigentlich noch? Na, ich guck jetzt nicht. Oh, das wäre First Tower Blood, ne? Deswegen hat er so Resistenzen hier. Wir haben Ulti. Aber er auch. Gibt es Rumpfbrecher noch? Gibt es noch? Ich glaube, ich spiele das. Ich glaube, das spiele ich. Und dann renne ich die Toplane runter. Black Cleaver wäre auch nice. Ah, vielleicht. Ne, warte mal. Vielleicht als drittes. Mir gefällt das. Jeder sollte sich so etwas kaufen. Okay. Er stirbt bis jetzt für jede Ulti, aber wir auch, ne? Okay, er ist jetzt einmal mehr gestorben. Wir haben 20 Farben mehr. Wir haben Tower First Blood. Die Lane läuft sehr gut.
Okay, Annie steht 6-1. Nice. Ah, diese Garen Ult, ne? Schafft er das nicht alleine? Okay. Der Weiger ist noch sehr schwach. Dein Team hat einen Turm zerstört. Nagakeburs. Namen haben keine Bedeutung. Taten schon. Annie checkt den Jungle ab, okay. Keiner ist zu sehen auf der Map. Das ist auch... Lol. Lololol. Haben die ganze Zeit da gechillt? Ist das deren Ernst? Wir müssen ihn ja gar nicht killen, wir müssen nur auf der Lane präsent sein. Zum Beispiel, dann sind die jetzt, die sind gezwungen jetzt zum Drake zu gehen. Und derweil kann ich einfach sagen, Top Lane ist meine. Okay. Das war ein klassisches Beispiel für große Fresse gerade, ne? Eieiei, da habe ich den Weiger überhaupt nicht. Na, Darax ist halt gut gegen... damit countern wir unseren kleinen, süßen... Garen. Wir haben Teleport ab, wir haben Drake bekommen, alles cool. Ach, scheiße. Meine Pinke haben sie immer noch nicht geklärt. Aber jetzt reicht's mir langsam. Der holt auch einfach Black Cleaver. Der ist total mutig. Okay, kann auch sein. Nee, eigentlich nicht so. Eigentlich bin ich ganz schön vorne. Okay, und das Team hat Struggle, deswegen... Also das Gegnerteam meine ich. Also bleiben wir jetzt hier weiter bei Druck Top Lane. Schade, dass ich da geflasht habe, ne? Dossel. Okay, das läuft hier noch. Zerstört.
sind alle frei. Sehen wir die Wahrheit. Erinnert sich nur daran. Wir haben ihm die Werkzeuge gegeben, dein Schicksal zu erfahren. Wie die nichts machen können. Ich habe gleich kein Mana mehr. Ich habe gleich kein Mana mehr. So früh ein Baron, ne? Es geht nicht darum, was wir besitzen. Es geht darum, was wir von uns werfen können. Ich glaube, ich gehe Botlane jetzt. Terminiert. Ja, der Weiger kommt jetzt, ne? Wir haben auch bald wieder Teleport ab, dann kann ich schnell wieder Toplane, falls der Garen da an die Dresch kommt. Das wird schnell gehen. Mit Ulti kann ich... Nee. Wir sind bloß zu dritt. Wir sind immer bloß noch... Okay, Annie kommt. Annie... Wenn der Tibbers sitzt, habe ich gesagt, ne? Dann gewinnen wir hier auch. Jetzt wird sofort Druck gemacht weiter. Die pushende Wave gleich ausgenutzt. Das ist auch unangenehm. Der Typ. Alter. Bumm, Alter. Na, jetzt brauchen wir ein bisschen Magie-Resi. Jetzt brauchen wir ein bisschen Magie-Resi. Mein Plan ging jetzt zwar überhaupt nicht auf. Yeah.
Aber muss okay sein, oder? Das können wir verkaufen. Ich warte noch auf die 30 Gold. 20 sind es jetzt noch. Mir doch egal. Ich bin Bronze, Mann. So. Ja, Toplane. Obwohl wir sehr rough sind im Teamfight, wie man eben gesehen hat. Das war ja knatterer Peng. Black Cleaver halt, ne? Schlitz. Oder eher Krabautz. Das verlieren wir. Das ist jetzt nicht so cool. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Das ist scheiße. Die Zeiten sind vorbei, in Unterzahl zu gewinnen. Okay. Komm mal her, zeig mal was ab. Mach doch. Mach doch. Okay. Ich snack mir einen von euch und dann ist hier. Dann habt ihr aber die Hosen voll. Bräuchte jetzt jemand ein bisschen Hilfe, aber sind halt alle tot. Siehst du, zwei Tower verloren. Scheiße ist das. Macht man das so, ja? Damit sie nicht hier so rein engagen können. Okay, dauert noch eine Minute. Ich erzittere nicht. Man hat einen Elektriker zerstört. Ist nur der Weiger tot. Unterbrand. Ach, Nunu war nicht dabei. Und jetzt rennt er da alleine rein, oder wie? Wir müssen Drake machen. Dann haben wir die Soul. Und dann? Okay, die lenken ab. Okay, 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 okay. Haben wir, oder? Und das war's. Du hast einen Gegner getötet. Da, 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 da.
La 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 la, eine 14-4 Annie. Ein Disrespect Flash. Läuft bei uns. Okay. Also die Elo, also es läuft aber auch mit den Teams, muss ich sagen, die wir haben, gut. Annie, yeah. Obwohl wir von Nunu immer auch viel Support bekommen haben. So. Wir bekommen noch 26 LP plus. Das ist relativ viel, oder? Wir haben weniger Schaden gemacht als der Garen. Was hatten wir aber? Eine A minus, ne? Ist okay, wir haben die Lane dominiert auf jeden Fall und darum geht's. Obwohl, warte mal, die Annie war herausstechend mit dem Schaden, sonst waren wir wirklich ganz gut. Eine 9-7 ist Forge, eine ADC, waren wir dran. Wir waren insgesamt Zweiter im Damage von unserem ganzen Team, also es soll mal jetzt nicht ungeachtet, also so, das sieht immer, wenn einer so heraussticht, sieht es immer so wenig aus, aber eigentlich war es ganz cool. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei League of Legends. Tschüss.